Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable Lands Lost Chapters. Wir sind jetzt, nachdem wir die Arena gemeistert haben, auf dem Weg zu Familie Grey, wo wir Theresa anscheinend antreffen werden. Und ja, mal gucken, was die uns zu sagen hat. Mich wundert es ja, dass da einfach so ein Bote kam und meinte, ja, Theresa möchte ich da und da treffen und mit dir reden, bla bla bla. Aber ja, mal gucken. Oh, da ist ein Händler. Da ist ein Gegner. Oh nein, ich bin nicht auf Gegner. Ich lauf einfach weiter. Ein Händler, ich rede mal mit dem. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot. Glaub nicht, dass der irgendwas für mich hat, aber. Oder? Waffen? Minus, 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 minus. Okay, alles schlechter. Okay, dann müssen wir doch so rum, um zum Teleporter zu kommen, aber wir müssen die ja nicht umhauen. Die umgehen wir einfach geschickt. Wo war denn der Teleporter? War der oben? Egal, ich komme hier auch zum Dorf. Und dann kann ich einfach mich im Dorf teleportieren. Und diesen weißer Valerine. Genau, Knotholglader. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Keine Ahnung. Egal. Irgendwas komisches. Carglade. So, jetzt nicht das Carglade. Clade. Okay. Dum, 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 dum. Oh, hier ist wieder schöne Musik. Dum, dum. So, da ist der. Hier ist noch so eine Hütte, aber jetzt nichts. Nö, jetzt nichts. Okay, schade. Okay. Und ab nach. Burstone. Da müssen wir hin. Und diesmal werden mich die Soldaten nicht hindern, da hochzugehen. Wenn doch, dann hau ich dem den Kopf weg. Nee, mache ich nicht, weil ich will ja nicht, dass ich hier auf ewig wieder, keine Ahnung, Gegner habe. Und was weiß ich. Hallo auch. Ja, ihr seid bekannt genug, um einzutreten. Das ist ja schön, dass ich jetzt bekannt genug bin. Pff. Was? Wieso? Oh, okay. Jetzt verstehe ich das. Komisch. Jetzt passt die Wache nicht mehr auf, aber das Tor schließt sich trotzdem. Willkommen in Nord Bowerstone, oh Held. Dies ist ein ruhiger Distrikt und es soll auch so bleiben. Bei unzivilisiertem Verhalten landet man hier schnell in unserer Arrestzelle. Wir haben jetzt einen wirr plappernden Irren dort, aber der macht es nicht mehr lange, wenn ihr versteht, was ich meine. Nun denn, Lady Grey wünscht euch zu sprechen. Ihr findet ihre Gnaden im Garten vor ihrem Anwesen. Lady Grey? Das ist eine große Ehre, sogar für einen Helden. Also benehmt euch. Das war doch Theresa. Ich bin nicht wegen Lady Grey hier. Theresa! Oh nein, ich will doch Theresa finden und nicht Lady Grey. Wollt ihr nicht mit mir reden? Nein, will ich nicht. Okay, ich rede mit dir, aber ich will es eigentlich nicht. Ihr seid es also, von dem alle Welt redet. Ich muss sagen, ihr habt mich neugierig gemacht. Mhm. Gehen wir im Hof spazieren? Ich würde mich so gern mit euch unterhalten. Alles klar. Es ist wunderschön hier, oder? Manchmal allerdings scheint es mir der einsamste Ort auf der Welt zu sein. Ich bin noch unverheiratet. Ich wusste es. Ich hatte keinen Mann, der meiner würdig gewesen wäre. Ich habe immer gewusst, dass jemand, der die Arena erobern würde, auch mich erobern könnte. Oh nein. Bringt mir ein Geschenk aus der Stadt mit, ja? Ihr findet bestimmt etwas, das einer Dame gefällt. Ja, genau. Ich will doch zu Theresa, nicht zu dir. Die Geschäfte schließen jetzt. Kann ich? Nö, kann ich nicht. Oh nein, Theresa, wo bist du? Warum hast du mich hier nur mit der allein gelassen? Ich meine, ich hab so nichts gegen die, aber ich weiß nicht, irgendwie ist die komisch. Was hat's denn hier noch Schönes? Theresa? Nee, du bist nicht Theresa.
Egal, ich rede dich trotzdem an. Ich will sie Geschenke von euch haben, ja? Wenn ihr sie beeindrucken möchtet, dann solltet ihr eine schwarze Rose für sie kaufen. Oh, danke für den Diese Tipp. Diese Blumen liebt sie von Herzen. Ha, da ist sie aber die Einzige. Ich finde diese Blumen unheimlich. Sie haben schon was Cooles, die Blumen. Aber es ist nicht meine Lieblingsblume. Wir sind alle in schrecklicher Gefahr. Oh nein. Endlich jemand zum Reden. Ihr müsst mir einfach helfen. Muss ich? Die Bürgermeisterin lässt mich hinrichten. Das geschieht mit einem, wenn man hier zu viele Fragen stellt. Diese Frau ist eine Dämonin. Niemand will mir glauben. Nur weil ich mich irrte und die Wächter unsere Träume doch nicht steuern, indem sie was ins Wasser mischen. Ihre Schwester war ein Engel. Sie wäre eine tolle Bürgermeisterin geworden. Lady Grey hat sie getötet. Ganz sicher. Ihr müsst mir helfen, das zu beweisen, sonst bleibt Bowerstone in ihren Fängen und ich werde hingerichtet. Die ist tot. Ich bin böse. Nein. Sagt nicht, dass sie euch auch erwischt haben. Ich wusste, sie hat einen Zauber benutzt, der alle Helden in Dummköpfe verwandelt. Ihr müsst sie bekämpfen. Wir müssen ihr dunkles Geheimnis enthüllen. Ja, wahrscheinlich ist es schon böse, aber ich bin auch böse. Also, oh Gott, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Egal, geh mal rein. Mal gucken, was es da so hat. Da, da, da. Das ist besser. Das ist schon mal gut. Und gut. Sehe ich eigentlich schon ein bisschen böse aus? Moment, nehme ich mal kurz meinen Helm ab. Inventar. Kleidung. Kopf. Kein Hut. Ach Mist, jetzt habe ich es nicht auf... Oh, jetzt habe ich nicht auf Tragen geklickt. Oh nein, jetzt habe ich auf Gegenstände. Oh. Kopf, kein Hut, Tragen. Ich will ranzoomen. Ich schätze mehr, kann ich nicht ranzoomen. Oder? Ach Mist. Ich glaube, ich bin schon etwas krummelig. Auf jeden Fall habe ich Narben. Egal, dann ziehen wir den Helm wieder an. Gegenstände. Nein, keine Gegenstände. Kleidung, Kopf. Da. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mir Tattoos und das Ganze machen kann. Na egal. Wir gehen jetzt hier mal nicht weiter. Wir machen jetzt einfach die Quest. Dich wirklich wegstecken. So. Eine schwarze Rose brauche ich also. Ich will sie zwar nicht heiraten, aber... ich frage mich auch, was passieren würde, wenn ich die jetzt einfach angreifen würde und töten würde. Ich glaube, dann, keine Ahnung. Ich wäre schon fast ein Versuch. Nein, ich mach's nicht. Nein. Aber wo ist das Theresa? Die wollte doch mit mir reden. Mann, no! Keine Ahnung. Vielleicht muss ich erst warten, bis es Tag wird. Was waren die Taverne? Das ist da vorne. Genau. Dann mieten wir uns ein Bettchen. Oh mein Gott. Verstopfung. Ihr seid zurück? Ja, ich bin zurück. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Oh nein. Komm schon, lass mich durch. Ja? Ich will ein Bier. Dankeschön. Yep. Ich will ein Bier. Ah, oh, okay. So. Such dir einen Schwertkämpfer. Nein, suche ich nicht. Ich suche eine schwarze Rose. Dam. Der könnte doch eine schwarze Rose hier haben, oder? Hey, yo. Bitte nicht die Waren durcheinander bringen. Gesucht. Was suchst du denn? Aber ich brauche eigentlich eh keinen, naja. Ehering, andere Angelrute. Nee. Gegenstände, Geschenke. Schwarze Rose. Scheiße. Ich will doch nur eine schwarze Rose. Gesundheitstrank brauche ich. Die sind ziemlich teuer, aber egal, ich kaufe alle. Ich habe eh genug Geld. Willens, bla bla bla. Nö. Gegenstände verkaufen. Kann ich gar nicht.
Okay, kann ich nicht verkaufen, meine ganzen Rüstungsteile und sowas. Egal, dann gehen wir mal zum... Ja, hab ich. Dann gehen wir mal zum Schmied hier oben. Einfach, um uns neu auszurüsten, wobei ich das eigentlich gar nicht brauche, aber... Ja... Wenn ihr etwas beschädigt, müsst ihr es bezahlen. Whisper ist tot. War diese Brutalität wirklich nötig? Ja, war sie, tut mir leid. Kein Wunder, dass man euch für die Arena nominiert hat. Ihr seid unübertrefflich. Ja, ich weiß doch. Wenn ihr etwas beschädigt... Ach, Manu! War diese dumm. Brutalität wirklich nötig? Ja, war sie. Jetzt... Wenn ihr etwas beschädigt, gesucht. Müsst ihr es bezahlen. Nahkampfwaffen, ersucht Eisenlangschwert. Bla. Okay. Benutze ich das? Nö, das benutze ich nicht. Das heißt, ich kann es verkaufen. Aber der zahlt mir nur so wenig. Boah, ne, dann kaufe ich das nicht. Aber mal gucken, was er verkauft. Und zwar fangen wir hier an. Minus, minus, minus. Das ist ein bisschen plus sogar. Ne, benutze ich nicht wegen 7. Vor allem hat er auch keine Runendings da Bums da drin, keine Verstärkungen. Und die anderen Waffen sind alle schlechter. Oh mein Jo. Das ist enttäuschend. Oder vielleicht noch eine Distanzwaffe. Aber bringt mir nichts. Ich benutze es nie. Na, ich meine, ich könnte es theoretisch schon kaufen, aber. Nee. Ja, war nötig. Wirklich nötig. Oh Mann. Der Himmel sieht heute toll aus. Ja, ich weiß. Aber was ist mit dem wo finde ich denn Whisper? Nicht Whisper, Theresa. Oh, egal, wir folgen jetzt einfach mal. Was haben wir eigentlich als Quest hier? Heldenstatus. Nicht Tagebuch. Quests. Aktuelle Quests. Erneut Suche nach. Oh. Upsala, ich dachte, das Lady Grey. Das Familie. Das Haus der Familie Grey wäre hier. Upsala, meine Schuld. Na, 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 na. Na gut, dann müssen wir da wohin laufen. Obwohl, vielleicht kann ich mich näher hin teleportieren. Moment, ich guck mal schnell, wo das genau ist. Quest. Und ich bin wo? Ach, ich bin. Nee, dann ist es. Dann bin ich fast da, dann laufe ich schnell einfach. Oh Gott. Aber wenn das die Lady Grey in Bowerstone ist, also wo die Bürgermeisterin ist, wo mich ja irgendwie heiraten will, keine Ahnung. Ja, und die Familie Grey woanders wohnt, dann könnte es schon fast stimmen, was der Typ da gesagt hat. Dieser gefangene Irre. Verdächtig, verdächtig. So, an euch laufen wir einfach vorbei. Na, 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 na. Oh nein, ich will auch durchlaufen. Das ist immer noch ein Wagen, gegen mich zu kämpfen. Wenn euch alle sterben. Eigentlich kann ich nochmal einen Händler oder sowas töten, wenn ich einen finde auf dem Weg. Ohne Gegner halt. Dann werde ich nochmal böse. Weil ich bin immer noch nicht so wirklich böse. Also nicht, dass man irgendwie eine große Veränderung sieht, sondern vielleicht ein bisschen, was weiß ich, grimmiges Gesicht, bisschen vielleicht. Gesichtsausdruck wahrscheinlich. Und sonst, weißt du was, ich bring den kurz um. Den da. Ja, bestimmt. Nein, natürlich nicht. Ich will doch böse werden. Aber ich will nicht den Tipp da hauen. Okay, wir lassen's. Wir bringen lieber den da um. Erstes Vieh. Und jetzt. Dich. Dam. Ist jetzt tot? Es bringt nur. Okay, es bringt schon ein bisschen mehr als 2. Es bringt 10. Wow. Naja, wenigstens etwas. Lauf doch! Gott, die nerven alle so arg. Aber ich habe jetzt gerade echt keine Lust, mich mit denen anzulegen. Bringt eh nicht wirklich was. Na okay, es bringt Erfahrungspunkte, blablablu, aber... Nee, ich will jetzt wissen, was die Theresa da
von uns will oder was sie uns mit uns bereden will. Oh, Theresa. Na, 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 na. Ich habe. Okay, ist doch irgendwie ein ganz schön langer Weg, wie es aussieht. Wusste ich nicht. Ich dachte eigentlich, das wäre kürzer. Naja. Jetzt können wir gleich wieder an dem einen Tor vorbei, was wir schon gelöst haben. Wo wir hier. Oh, da spielt jemand Dishonored. Nice. Genau, wo wir diese Hühnchen vor dem Essen mussten, damit er sich öffnet. Weil er ja was Böses sehen wollte. Die armen Hühnchen. Nicht, nicht langsam. Nein, ich muss da. Da, ne? Nicht, links, nicht langsam mal da. Eigentlich schon, oder? Wie die schreien. Wow, ich habe 45.000 Geld. Gold. Nicht schlecht. Hier kann ich auch noch angeln. Oh, ich hätte mir echt eine Angel holen sollen irgendwie mal. Egal, das nächste Mal, wenn ich einen Händler oder irgendwas antreffe, was das verkauft, dann mache ich das. Okay, weißt du was? Ich besiege den jetzt einfach, um zu gucken, ob ich dann vielleicht dieses Ding hier endlich mal freischalten kann. Nein, zu dir wollte ich gar nicht, zu dir und da wollte ich. Ich shut down. Schnell, schnell, schnell dahin. Lauf doch, lauf doch, lauf doch. Ach, Mann, okay, ich geb's auf. Ich geb's auf. Dark Wood Eingang. Uhu. Aber der war auf 8. Oder ist ja schon runtergegangen auf 7 und deswegen ging's nicht. Keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt aber hier einen Cut und dann geht es in der nächsten Episode weiter zu dem Weg zur Familie Grey, wo wir auch dann auf Theresa treffen werden. Und ja, mal sehen, was die dann von uns, oder was sie mit uns bereden will. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss!